Moin und hallo. Moin. Chaos-Tage bei Kemperknatsch. Ich habe zu Bertel gesagt, das muss jetzt. Es muss. Wir sind hier am Wursteln. Wir sind wieder irgendwie. Es ist spät. Es wird auch gleich wieder dunkel. Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen. Wir schaffen nur noch im Dunkeln Filme zu drehen. Ist ein bisschen was schiefgelaufen, macht aber überhaupt nichts. Nein. Wir sind glücklich, froh und zufrieden, weil der Ladebooster nicht lief. Ja. So fing nämlich die ganze Geschichte an. Und jetzt machen wir andere Dinge als geplant, macht aber auch nichts. Wir fahren trotzdem bald los, die nächsten Tage. Dann ist eben das Klo noch nicht drin, da oben das an der Decke ist noch nicht drin. Wir erzählen jetzt gleich mal die Geschichte, was passiert ist. So. Wir hatten gar nicht gewusst, dass wir mit so einem brandheißen Auto durch die Gegend fahren. Ja gut, das sind aber auch Vorgeschichten, ja, da habe ich das, was uns andere Camper erzählt haben. Ja. Und eins möchte ich auch dazu sagen, das ist eben, gehört genauso zum Camperleben wie, es kann nicht immer alles glatt gehen, nein, es kommen eben auch Sachen dazwischen, die einen irgendwie ein bisschen bremsen, ausstoppen und den ganzen Ablauf ein bisschen in die andere Richtung. Unser Leben lief noch nie in geraden Bahnen. Jetzt erstmal die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben einen Steinschlag und eine gesprungene Frontscheibe. Das ist die gute Nachricht. Das ist die zweite Geschichte. Ja. Das ist die vierte Scheibe in 2 Jahren. Ja, genau. Übermorgen haben wir einen Termin. Zum TÜV müssen wir auch. Wir haben neue Felgen, die zeigen wir heute aber noch nicht. Nein. Weil die heben wir uns auf für die Roomtour. Aber die Felgen spielen auch noch eine kleine Rolle. Da war nämlich auch irgendwas Komisches. Beim Reifentausch oder Felgentausch, ich schwitze, ich bin durchgeschwitzt. Ja. Wir haben jetzt Mützen auf, weil die Haare nicht so richtig sitzen, aber das macht nichts. So, wir fangen an in Dänemark. Wir haben in Dänemark, das war eigentlich die erste Tour. Warte mal. Mit Emma. Warte mal. Wollen wir mal zeigen, wie der Wagen im Moment aussieht? Nein, das machen wir gleich. Das war die erste Tour, das machen wir gleich. Psst, nimm doch nicht alles schon vorab. So, wir waren in Dänemark, haben festgestellt, erste Tour. Emma gekauft, für die, die es nicht wissen, 2 Jahre altes Wohnmobil. Wir sind aus der Gewährleistung raus, haben bei einem super netten Händler gekauft, sind total zufrieden. Wir sind dann aber nach Dänemark gefahren. Wir sind ja, haben vorher noch alles gar nicht testen können und haben gemerkt, der Ladebooster lädt nicht während der Fahrt. Ja, kam noch einen Schritt vorher. Ein Schritt kam noch vorher und zwar ging dieser Alarm, wenn du die Treppe, wenn du die Zündung anmachst, dann fährt die Aufbautreppe nicht automatisch rein. Stattdessen gibt es so ein Piezo-Geklingel, heißen die Dinger irgendwie so. Ja, wenn man sie vergisst, nicht rein. Wenn man sie nicht reinfährt, logisch. Und man will los. Du wirst dann gewarnt, ne? Treppe noch draußen. Gut, hat mich aber nicht so gestört, gebe ich ehrlich. Nein, ich habe gedacht, das hat vielleicht einer abgeklemmt, weil ihm das zu doof war. Dieses Gejammer. Das geht ja immer, wenn du die Zündung anmachst und du hast die Treppe draußen, dann föhnt das Ding ja los. Du Gut. Du, okay. Ging nicht. Ging nicht. Ist ja nicht schlimm. Nö. Wird schon einen Grund haben. Genau. Ja? So. Auto und jetzt kommst du. So, Dänemark, Röhm, Supermarkt, Parkplatz, treffen wir ein ganz, ganz süßes Pärchen. Könnt ihr mal bei Instagram schauen. Planlos reisen. Fahren ein Hümer MLT 580. So, vier wir kennen vier. Uns. 4x4. Sind gerne in Skandinavien unterwegs. Könnt ihr mal bei Instagram schauen. So, man trifft sich auf dem Supermarkt, steht da so zusammen und wir erzählen so, der Ladebooster geht nicht. Ja, ich hatte das Gefühl, das kann doch nicht sein. Du fährst eine Stunde Auto und der Batteriestand erhöht sich nicht, außer wenn mal die Sonne scheint. So, alles klar, der lädt nur über Solar, aber nicht über einen Ladebooster. Und du hast auch keine Möglichkeit hier in diesem Modell des Hümer Crossover, irgendwo, dass eine Anzeige ist, dein Ladebooster lädt jetzt, keine Ahnung, 20 Ampere in die Batterie. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Die einzige Ladeanzeige, die da ist, zeigt dir den Ladestrom über Solarpaneele. Hat uns auch nicht weitergeholfen. Nein. Ich dachte, Mensch, der Wagen hatte nicht mal 2700 Kilometer runter. Das kann nicht sein, dass der ganze Ladebooster platt ist. Das gibt's einfach nicht. So, und jetzt kam die Aktion auf dem Supermarktplatz auf Röhme. Sicherung gucken. Erstmal habe ich gefragt, sag mal, wie ist denn das bei euch? Kann ich mal mit dem Handy reinfilmen? Also hier sitzt der Ladebooster unterhalb des Fahrzeugs in einem Außenstauraum. Ja. Und ich wusste nicht, welche Birnchen da leuchten, wenn der jetzt arbeitet. Ich hatte hier bei uns nur gesehen, wenn der 12 Volt Anliegen hat.
ohne dass der Motor läuft. Dann kann man einen Knopf drücken und dann sieht man die Einstellung. Dann gehen so zwei Birnchen an und dann kannst du sehen, ob die auf AGM, Lithium etc. und wie die eingestellt ist. Das konnten wir machen, haben wir auch gewusst. Dann habe ich gedacht, da steht aber noch was von Balk und so weiter, also Lade, Kennlinien und. Da muss doch irgendwas leuchten, wenn der Motor läuft. Und das hat es bei uns nicht gemacht. Mhm. Und jetzt wollte ich die beiden einfach fragen, du mach mal Motor an, lass mich mal deinen Ladebooster filmen. Ja. Ne? Handy so runtergehalten, oh, da gehen ja lauter Birnchen an. Aha, also hat der Ladebooster keinen Strom und kein Signal bekommen von vorne. Jetzt von der Lichtmaschine, jetzt habe ich Strom, jetzt kannst du ne, boosten. Jetzt kannst du die Batterie laden, die Aufbaubatterie. Und dann ging's los. Mhm. Können das die Sicherungen sein? Googeln. Ja, und dann fingen wir an, Sicherungen zu tauschen. Aha. Könnte ja was kaputt sein. Mhm. Dann kamen wir noch, sag ich, ach, ich habe einen ganzen Beutel voll. Ja, so China-Sicherung. Ne? Was? China-Sicherung? Das geht ja gar nicht. Das haben wir erst gesagt, nachdem die Treppe nicht wieder reinging. Die beiden Jungs da haben ein paar Sicherungen getauscht. Ich hier drin, Nora, mach mal an, mach mal aus, mach mal an den Strom oben. Da haben wir so einen Drehknopf draufdrücken. Geht sie jetzt rein, Treppe ausprobieren. So, und was ist passiert? Die Treppe ging dann, gar nichts ging. Es gar ging nichts. Der Strom gar nicht mehr an und die Treppe ging nicht mehr rein. Ja. Die haben da diese China-Sicherung reingemacht und wieder raus. Und Nora. Jetzt können wir nicht wegfahren, die Treppe. Musst du die abbauen? Voll Panik gekriegt. Hammer. So. Naja. Und dann haben sie die Hymer-Sicherung wieder reingesteckt. Zack, Strom ging an und die Treppe wieder rein. Ich habe gesagt, ja, es gibt keine China-Sicherung mehr bei mir. Ja, worauf dann von hinten noch kam, ne? Wir haben auch China-Sicherung. Ja, genau. Nein, haben wir nicht. Dann ging das alles wieder. Und Bertel natürlich ließ das keine Ruhe. Und dann noch mal eine Hanne wird fahren, wollten wir auch nicht. Du wolltest da selber nachgucken. Ja. Vielleicht ist das einfach nur eine Sicherung und gut ist. Was hat er gemacht? Ja, dann wollte ich die Sitzgestelle abbauen mit den Sitzen, ne? Mhm. Oh, Torx. So, da ist er, da vorne. Wir haben keine Sitze mehr. Nee. Wenn, dann geht Bertel ja den Sachen immer auf den Grund. Ja. So. Ich habe dann hier so Torx, ne? So Torx-Schlüssel besorgt, so Muttern, wie heißen die denn? Nüsse, Mensch, ja. Ich bin zu spät. Nüsse, Torx-Nüsse. Und das sind die Schrauben, mit denen die Sitze festgeschraubt sind, die Sitzgestelle. Ne? Mhm. Und das habe ich einfach gebraucht, um die demontieren zu können. Das Problem habe ich dann gefunden dort unterm Fahrersitz. Da sitzt die ganze Elektronik. Jetzt komme ich mal so ein bisschen zu dir näher, wenn ich hier rumkomme. Ich will doch nichts dreckig machen mit meinen Fingern. Ist sowieso schon alles dreckig, macht nichts. Ja. Putzen. Also wir schauen mal hier von oben rein und dann erzähle ich mal ein bisschen. Ja. Das hier unter mir, das ist die Hauptverteilung für die ganze Elektrik hier im Fahrzeug. Da kommen die Baugruppen und Ströme vorne von der Lichtmaschine und was da alles so eingebaut ist, auch vom Mercedes. Ich habe dann versucht herauszufinden, von wo der Strom kommen muss oder das Signal kommen muss für den Ladebooster. Dann bin ich hier hinten auf diese Dose gestoßen. Ich blende das jetzt mal ein, was ich da dann vor 2 Tagen gesehen habe. Wir haben dann die Dose hier unten geöffnet. Mhm. Das ist so geklippt. Kannst du aufmachen. Genau. Und da unten, da sitzt das. Ja, das Gelbe, ne? Ja, man sieht es nicht. So, jetzt. Da unten sitzt das Problem. Ja. Das ist, von oben sieht man jetzt ein gelbes Kabel. Das war nicht so schön montiert, wie das da jetzt sich darstellt. Ich habe jetzt hier mal die Handyaufnahmen von dem Abend. War auch abends, stimmt. Ja. Da waren 3 Muttern, flogen da lose rum. Du hast 2 gesehen, die da rumlagen und ich hatte noch eine 3. gesehen. Das, so. Da auf diesem Bolzen, auf diesem Gewindebolzen, da sind 2 Kabel draufgelegt. Und eine Mutter, die war noch auf diesem Behälter, wo der unter dieser Abdeckung, auf diesem Halter, da lag die Lose drin. Und 2 weitere Muttern lagen unten hier in diesem Metallkasten oder in dieser Elektroinstallation Lose unten drin. Und dann erschloss mir so einiges. Es gab ja diesen besagten Rückruf.
Ja. Von Hümer, ging sogar über KBA. Die haben geschrieben, du musst zum Händler fahren, mhm. das Ganze instand setzen lassen. Thema Brandgefahr. Und ich habe dann nochmal nachgelesen. Wir hatten da ja keine Info drüber, außer das, was man so gehört hat. Wir fuhren ja zu der Zeit keinen Hümer. Mhm. Und da stand halt drin, das ist eine Leitung, die mit dem Booster verbunden ist. Und es ist die zweite Leitung, das haben wir dann rausgefunden, ist für dieses Türtreppensignal. Ne? Wenn du das nicht einfährst, die Türtreppe, wenn du die Aufbautreppe nicht einfährst, dann piept die halt höllisch. Das kann ich auch mal schnell zeigen. Ui, ist aber eng hier. Das ist dieses kleine Teil hier. Das macht dieses höllische Krachgeräusch. Nee, so. Das macht dieses höllische Krachgeräusch, wenn du die Treppe vergisst einzufahren. Ne? Mhm. Dafür brauchst du nur 25 mA, habe ich heute gelesen. Geht jetzt wieder. Geht jetzt auch wieder. Ja. Und das Gefährliche ist, dass diese Adern, diese Kabelschuhe, die lagen wirklich nur lose auf dem Gewindebolzen drauf. Und deshalb meinte Nora, weil ja Gott sei Dank nichts weiter passiert ist, deshalb meinte Nora, Mensch, haben wir ein Schwein gehabt, dass der Ladebooster nicht lief. Ja. Sonst hätten wir da ja nie nachgeguckt. Ja. Und in diesem Kästchen. Auch, wir wissen ja auch gar nichts. Wir haben, als wir gekauft haben, war der Scandic Nordic Händler so gut, hat ja nachgeschaut bei Hümer. Wir sind davon ausgegangen, dass das gemacht worden ist. Ja, er hat gesagt, es liegt ein Eintrag vor, dass diese Rückrufaktion, es war ja eine Rückrufaktion. Wenn du die nicht einhältst, dann wird dein Fahrzeug vom KBA stillgelegt. Genau. Und das KBA bekommt eine Mitteilung, ob du diese Reparatur oder Nachbesserung, ob du die ausgeführt hast oder nicht. Ja. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du Ärger mit dem KBA, bis zur Stilllegung des Fahrzeugs führen kann. Was ja auch alles in Ordnung ist. Ja, und dann haben wir gedacht, kein Thema, das ist gemacht, alles gut. Ja, und ich kriege ja immer gleich so schnell Panik, weil wir hatten eine Geschichte gehört letztes Jahr, die kannst du mal erzählen, von einem Pärchen, da hat es nämlich gebrannt. Und die hatten einen Segen, einen Feuerlöscher und das war genau das Problem. Ja, hatten wir beide noch im Hinterkopf. Bevor so eine Rückrufaktion kommt, müssen ja einige Autos erstmal brennen, ne? Sonst macht ja keine so ja, kein Mensch. Das war vor der Rückrufaktion. Ja, lange davor. Und die hatten wirklich dieses Problem bis zum Brandschaden. Und der Wagen wäre fast abgebrannt. Ja. Wenn die jetzt nicht einen Feuerlöscher dabei gehabt hätten, dann wäre der Wagen abgebrannt. Ja. Sie konnten mit dem Feuerlöscher diesen Kabelschmorbrand hier in dieser Verteilung, konnten sie, wie sagt man denn, ausmachen, wie sagt man denn, ersticken, ersticken, ne? Zum Ausgehen bringen, ne? Also so viel dazu. Nur noch stinken. Feuerlöscher. So, weil sie einen Feuerlöscher dabei hatten. Ja. Und dadurch ist der Wagen zwar für längere Zeit beim Händler nachher verschwunden, weil diese Kabelstrippen da unten neu gemacht werden mussten, aber das Fahrzeug ist instand geblieben, das ist nicht abgefackelt. Toll, genau. Ja, und dann war ja noch was. Dann habe ich hier so einen Sicherungshalter gefunden. Den hier. Ich guck da rein, ne? Ob die Sicherungen, ob das was mit dem Booster zu tun hat, ob die heile sind. Bub, habe ich das Ding in der Hand. Das bammelte hier total lasch rum. Da habe ich den erstmal Kabelbinder dran gemacht, dass das vernünftig hält hier. Das ist so eine typische, ich glaube nicht, dass das vom Mercedes ist. Ich glaube, das ist dann eine Nachrüstung irgendwie über Hümer. Keine Ahnung. Naja, aber hält wieder. Das sieht schon gewaltig aus, wenn man hier sieht, dahinter ist der Sicherungskasten, da stecken die ganzen Sicherungen drauf. Wenn man sich mal so einen Kabelstrang hier anguckt, was da alles für Leitungen drin liegen. Na, ich habe da keine Ahnung. Nee, die was da so für Ampere durchgeht, ne? Das ist nun kein Spielkram, ne? Nee. Auf keinen Fall. Oder hier siehst du, 2x40 Ampere Sicherung nebeneinander. Mein Grundgedanke war ja immer der, Mensch, für den Booster ist da wahrscheinlich noch irgendwo eine Sicherung, such doch erstmal. Mhm. Wenn du die heile gemacht hast, dann läuft der wieder. Weil ich war mir total sicher, der ist nicht kaputt. Mhm. Ist er auch nicht. Nach der unserer kleinen Reparatur hier, seitdem läuft der Ladebooster wieder. Machst schön Motor an, kriegst unten in den kleinen Kasten da rein, in den Unterflurstauraum, verrenkst dir den Kopf und dann siehst du oben am Ladebooster, der ist über Kopf angebaut, siehst du die Birnchen da brennen, ich lade. Sehr schön. Super, klasse, läuft. So. Und jetzt zeige ich euch noch mal schnell, was das für Schrauben waren. Also besser gesagt, Muttern, die da drauf waren. Ich habe das ja gar nicht mehr verstanden. Uiuiui, jetzt wieder durch. Ich wollte noch mal erklären, wie das eigentlich aussieht.
Also da unten, ich mache das mal so, das sind ja hier keine, die haben ja, die Teile haben jetzt nichts mit Hümer oder mit dem Auto zu tun. Da unten ist ein Gewindebolzen in dieser Verteilung drin. Und die Verteilung, da sind drei Leitungen, die da aufgelegt sind, nebeneinander. Und das ist die kleinste hier von der Gewindestange her. Da liegen so zwei Anschlüsse drauf mit Kabeln. Und dann hat jemand, was ja auch schon ein bisschen ungünstig ist, die so übereinander zu machen, ne? Die verquetschen sich ja nachher. Die passen nebeneinander nicht hin, weil der Durchgang nur zulässt, dass die übereinander sind. Die knicken dann die Schuhe, die Kabelschuhe. Hier bei dem Auto. Und dann hat jemand hier oben eine solche kleine Mutter drauf gemacht. Ja. Zack. Und dieses Konstrukt soll dann irgendwie halten, hat sich derjenige gedacht, der das zusammengebaut hat, repariert hat, Rückruf, keine Ahnung, wer es war. Ne? Und unten in diesem Kasten, da lagen diese beiden Muttern drin. Die beiden. Hat jetzt einer dreimal versucht, eine Mutter drauf zu schrauben. Keine Ahnung. Und beim dritten Mal hat er es geschafft. Oder haben, wobei die war ja nicht drauf, die lag ja schon daneben. Als wir aufgeschraubt haben, lag die Mutter, die war abgefallen, die lag dann so daneben in diesem Kasten. Und die Kabel lagen so lose auf der Gewindestange. Ich habe dann eine Unterlegscheibe drüber gemacht, habe so eine Sicherungsschraube drauf gemacht. Natürlich bis ganz unten runter. Und jetzt, wenn es ganz dumm kommen sollte, ne, dass es nicht passieren kann, habe ich noch eine Sicherungsmutter drauf gedreht. So sieht das Ganze jetzt bei uns aus. Ja, die kriege ich natürlich nicht weit drauf, Nora. Die kannst du nicht mit drauf drehen. Ich bin noch immer am Zittern, weil mich das so erschrocken hat. So haben wir das Konstrukt dann gesichert, ne? Unterlegscheibe, diese Kontermutter und da oben dann nochmal, weil diese eine breitere Auflagefläche hat als so eine hier, haben wir die Breite genommen und oben noch eine Sicherungsmutter. Und jetzt hält das Ganze. Ja. So, wir sind glücklich. Ja, der Ladebooster läuft wieder. Und es wird alles noch ein bisschen schöner nach Bertelsart. Ja. Ach, das war ja noch nicht das Ende. Nee. Das war ja nicht, jetzt muss ich da wieder vorkrabbeln. Ja, macht nicht. Jetzt war da so eine Abdeckung drauf. Ja, hast du den Schaumstoff da? Ja. Zwischen dem Elektrositzkasten, um es mal so zu formulieren, also zwischen diesem Sitzkasten und dem Sitz, war diese Abdeckung. Und ich habe echt gedacht, weil die hier eingerissen ist, das ist die Seite zur Tür. Ja klar, das ist hier eingerissen, da war jemand dran und hat diesen Brandrückrufgeschichte hat die bearbeitet. War für mich völlig logisch, denn sonst wäre das ja hier nicht so eingerissen gewesen. Ne? Ja. Hatte für mich komplette Logik, deshalb habe ich nie an die Geschichte gedacht. So, dieses Ding gehört hier drauf. Das wird dann so drunter geschoben, ne? So eingerastet und so. Da habe ich gedacht, Leute, das kann man doch schöner machen. Das kann man schöner machen. Ja, und dann habe ich im Baumarkt Bastelkram. Ich habe die andere ist drin. Dann, wir gehen mal zur anderen Seite hier, zu dem Sitz. Dann habe ich mir so Plastikkunststoff geholt aus dem Baumarkt, ne? Das System ist wieder so, wie es bei Hümer auch verbaut wurde, mit diesem Unterstecken. Ich hatte ja eine Schablone und dann habe ich mir das schön mit Schere und Klingenmesser ausgeschnitten. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Bei uns ist das Kabel für der Warnhinweis, wenn du nicht angeschnallt bist, ne? Unter anderem. Das ist so eine Steckverbindung, die kommt unter den Sitz und das muss ich ja frei mitdrehen können. So, und da musst du einfach nur aufpassen, dass die da unten nicht reinrutscht, dann kann auch nichts passieren. Und das haben wir durch diese kleine Öffnung, haben wir das so hingekriegt. Das hält hier und damit ist auch alles gut, das kann ich abreißen. Ja, und das Ganze sieht schöner aus. Auf dieser Seite ist nämlich hier drunter wiederum Elektronik von Daimler-Benz. Und dieser Sitzkasten, der war komplett offen.
Fällt dir da jetzt eine Münze rein oder ein Schraubenzieher, irgendwas Leitendes, dann buppelt das da immer rum während der Fahrt und kann dir das nächste, ja, das nächste Problem einbrocken, wenn es da irgendwo zum Kurzschluss kommen könnte. Das mag ich nicht. Deshalb auch hier eine Abdeckung drauf. Und die gleiche Abdeckung, die kommt dann hier über den Elektrokasten. Genau. Und dann stimmt die Kiste. Alles klar. Ja. Auf der Rückfahrt dann nach Hannover sind wir, ganz kleine Steinchen da vorne gegen die Windschutzscheibe, ja, wie gesagt, die vierte, jetzt in 2 Jahren. Und dann hat sich so ein Riss gebildet. Ich glaube, man müsste den sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Nora. Der glitzert jetzt richtig. Ja, aber das ist, da ist das. Und der Riss, der geht hier quer. Da im Winkel, im 90-Grad-Winkel war der Steinschlag oder ist der Steinschlag. Und dann geht der Riss nach unten zur Außenkante. Also so richtig 90 mal 90 im Winkel und dann, weiß ich nicht, an die 10 cm. So, da Scheibe muss getauscht werden. Ja, da passiert nichts. Du kannst auch damit noch nach Marokko fahren, aber es ist halt doof. Wir wollen ja eine heile Scheibe haben. Ja. Ne? Ja. So, ihr wundert euch wahrscheinlich auch, dass es an manchen Stellen so dunkel ist. Wir sind ja, das ist ja hier alles nicht unser. Wir sind ja hier bei Bertels Elternhaus und hier gibt es eine Eiche und wir mussten und haben uns jetzt so eine Schutzhülle besorgt. Ja. Durch die Dachluken, die haben wir auch abgedeckt extra. Durch das Reserverad hinten liegt die ja nicht ganz auf und ist geschützt vor den Eicheln. Die kommen jetzt nämlich runter, die erschweren uns die Arbeit nämlich auch, weil das wollten wir tauschen und das und das und das. Da war doch noch irgendwas. Was war denn noch die Tage? Reifenwechsel. Wie gesagt, Felgen zeigen wir euch später, wenn wir dann losgezischt sind. Schöneres Umgebung und dann eine kleine Roomtour machen. Ja, noch sind sie auch nicht eingetragen, Nora. Noch sind sie nicht eingetragen. Einzelabnahme. Das kommt auch noch. Einzelabnahme, wie wir es immer so schön machen, ne? Und ach, die Geschichte. Ich wusste jetzt nicht, wo es hingeht. Wir sind beim, sagt man jetzt Reifenhändler. Ja. Nee, das ist ein Montag. Ja, der verkauft auch Reifen. Der verkauft auch Reifen, aber montiert hauptsächlich. Reifenschrauber unseres Vertrauens. Ja. Und ist ein ganz super Kerl. Ja. Total nett. Ja. Und wir kommen da an. So, Radsatz ist fertig. Ja, komm mal mit dem Wohnmobil vorbei, schraub mal drauf. Und dann nimmt der eine da hinten ein Hinterrad ab und fängt an zu schreien. Das geht doch gar nicht. Hallo. Der hat uns ausgeschimpft. Der hat uns richtig ausgeschimpft. Ja. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Vielleicht gibt es ja Reifenspezialisten und Felgenspezialisten unter euch, die uns das erklären können. Oder vielleicht auch für die Allgemeinheit. Die waren hinten drauf, diese Distanzscheiben. Ja, 30er. So. Wir wissen nicht, wer die drauf gemacht hat. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, ob das Hümer war, ob es der Vorbesitzer war. Wir haben keine Ahnung. Es ist keine Eintragung im Kfz-Schein. Nichts ist eingetragen. Es liegt uns nichts vor, kein Gutachten darüber in den Unterlagen oder. Das Einzige, was wir wissen, das sind 30er Stärke und es ist Alu. Alu auf Stahlfelgen. Du musst ja wissen, der Wagen hatte ja Stahlfelgen bis vor ein paar Tagen. Ja, und dann hat er uns das in die Hand gegeben. Ja. Attention. Gut. Bei Teilegutachten ab Erstellungsdatum März 2011 ist die Verwendung von Stahlfelgen generell ausgeschlossen, soweit nicht anders im Teilegutachten unter Punkt 2 Beschreibung des Teiles des Änderungsumfanges vermerkt. Das ist ein Beiblatt, das eine namhafte Firma in Deutschland für Spurverbreiterungen seinen Spurverbreiterungen in den Paketen beilegt. Ja. Und die sind der Ansicht, keine Alu-Spurverbreiterung mit Stahlfelgen verwenden. Und das war hier der Fall. Da haben wir gesagt, ja, wir waren noch in Dänemark. Seid ihr verrückt? Der war richtig stinkig. Und Emma war ja beim TÜV vorher. Ja. TÜV. Macht nichts. Egal, wir haben es ja früh genug gemerkt. Naja, die Spurplatten sind jetzt runter. Das war ja das Wenigste, die abzuschrauben. Wir haben jetzt andere Felgen. Mit einer anderen Reifenbreite. Psst. Hat sich jetzt alles verschoben. Wir fahren jetzt trotzdem die Tage und dann wird eben das andere nachher gemacht. Wir fahren eben noch mit der Banktoilette los. Das macht aber auch nichts. Mein Gott, wir haben eine Toilette, wir haben ja alles. Ja klar, wir haben alles, los. Auto läuft, technisch ist alles in Ordnung, ne, funktioniert. Hier sollte noch was an die Decke. Das ist das Camperleben. Das ist das Camperleben, ja. Herrlich. Immer auf neue Situationen einstellen.
Es wird nie langweilig. Also genau. Ich finde das ja spannend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, okay, ich habe mich jetzt schon 1000 Mal scheiden lassen können in den Tagen, aber alles danke. Gut. Na gut, umgekehrt gibt's ja auch. Aber es ist ja alles gut. Es ist ja jetzt alles schön, alles läuft. Herrlich. Ja, soweit aus unserem Chaos. Ich bin ja echt ins Schwitzen gekommen mit dem Gekletter da vorne. Ich lass mich nicht scheiden. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Mhm. Oh. Du erzählst ja Sachen. Ja. Das will ich mir aber überlegen. Dann ist nichts mehr mit Crossover. Oh. Ich mach jetzt hier mal die Schiebetür zu.